Hallo zusammen, so eine Stunde gefahren. Wir sind jetzt an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Ihr seht vor uns ordentlich Verkehr. Bleibt mal hin. Aber solange es irgendwie noch fließt, alles gut. Die Landschaft wird schöner, wir sind jetzt hier im Westerwald. Wie lange sind wir jetzt gefahren? Eine Stunde 40. Kinder gucken hier im Tablet. Kinder! Ja. Wir schauen mal, wenn die Strecke gleich schöner Nala wird. Nala schläft. Nala schläft. Wenn die Strecke gleich schöner wird und freier ist. Und wir vielleicht mal eine kleine Pause machen. Melden wir uns wieder. So, wir melden uns mal wieder. Wir sind jetzt kurz vor Karlsruhe. Es sind schon 4 Grad wärmer als zu Hause. Die Kinder vertreten sich die Füße. Die Nala isst ein bisschen. Und was sein muss, muss sein natürlich. Wir haben uns verewigt. Mama ist auf Toilette. Wir sind jetzt wie lange unterwegs? 30. Wir sind jetzt ungefähr 4 Stunden unterwegs. Gleich geht's weiter. 15 Stunden Fahrt werden es wohl werden. Ob wir das heute alles durchziehen, wissen wir noch nicht. Wir wollen es auf jeden Fall versuchen. Dann fahren wir nämlich, fahre ich jetzt zuerst mal 5-6 Stunden, dann tauschen wir mal, dann fährt die Mirjam mal. Dann penne ich ein bisschen und dann schauen wir mal, ob wir das schaffen. Bis später. So, Schatz, wo sind wir? Irgendwo vor München. Nein, zwischen. Bei Stuttgart, 2,5 Stunden, denke ich, von München weg. Ja, aber sind an Stuttgart vorbei. Wir haben so zahlreiche kleine Staus hinter uns. Ich bin bis jetzt durchgefahren. Was haben wir jetzt? 6,5 Stunden, glaube ich, ne? Ja. Auch so, finde ich gut, okay. Jetzt machen wir ein kleines Päuschen. Papa geht 2 Stündchen schlafen. Ne, Luisa? Luisa hat schon im Auto geschlafen. Und nachher geht's weiter. Das Wetter ist jetzt gerade nicht so toll. Es sind auch sage und schreibe 10 Grad Unterschied zu heute Mittag an anderer Stelle. Ja. Guck mal, wo sind wir denn hier? Kinder müssen laufen, ein bisschen bewegen. Weil Kinder so lange im Auto ist natürlich immer ein kleines Problem. Ja, ganz schön hier aus. Ganz süß. Hier fangen auch so die ersten, ja, ich sag mal etwas höheren Hügel an. Quasi die Lilliputaner-Schwestern und Brüder der Alpen. Wie ist es denn jetzt, Elias? Sollen wir jetzt heute Nacht durchfahren oder nicht? Ja! Luisa, sollen wir heute Nacht durchfahren oder nicht? Ja! Mama, sollen wir heute Nacht durchfahren oder nicht? Ja. Okay, Versuch dann machen wir das. Okay. Hängt an dir. Siehst du? Hängt wieder an mir, klar. Ja, dann werde ich mich, wie gesagt, jetzt gleich ein bisschen hinlegen und dann melden wir uns später wieder. Bis später. Wir sind jetzt tatsächlich, hier bin ich schon wieder weg, wir sind tatsächlich die ganze Nacht durchgebraust. Da konnte man natürlich nicht filmen. Und sind jetzt am frühen Morgen, wir haben jetzt 5.30 Uhr, sind wir in 16 Minuten am Campingplatz. Jetzt sind wir natürlich mal gespannt,
sind wir natürlich mal gespannt, ob wir vielleicht heute schon Platz kriegen. Ansonsten müssen wir auf die Wartewiese. Wir nehmen euch jetzt mal mit, das letzte Stück. Leute, wir haben es geschafft. So unfassbar. Hoppala. Der Wohnwagen nicht. Oh nein. Alles gut. Wie da ist? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier hin müssen. Die stellen sich immer hier hin und dann dackeln die davor. Stopp, ne? Ja, aber ich hatte. Biegen Sie links ab. Da ist noch keiner. Biegen Sie links ab. Ich weiß nicht, wo. Da ist noch keiner. Also? Also mitgekriegt, warte hier. Mit denen müssen wir gleich sprechen und dann werden wir sehen, ob heute drauf kommen oder nicht. Ansonsten halt eine Nacht warten hier. Es gibt schlimmere Zeit. Könnte ich das jetzt, denke ich, mal ganz gut vorstellen. Hier reiht sich ein Campingplatz an den nächsten. Wir haben gelesen, auf dieser Straße hier sind alleine 20 Campingplätze. Heftig. Da, beim. Wo steht das? Das war, ja, was war da? Du hast hinter dir ein Auto. Woher weißt du das, dass da? Weil das Sportcenter war. Hat das gesagt? Ja, und da stehen sie ja auch. Ja, oder? Das ist ja. Carolino Sportcenter. Ja, dann fahr da jetzt rein. Bist du dir da sicher? Ja, dass wir zwei Stunden reinfahren, ja, glaube ich schon. Du musst drehen, Platz. Ja. Ich würde mal durchfahren weiter erstmal. Ich drehe euch mal um und zeige euch mal die Wartewiese. So sieht das hier aus. Ich gehe aber auch mal nach vorne, damit man sich das besser vorstellen kann. Hier hinten hat man auch zwei Möglichkeiten, seinen Strom anzuschließen. Also wie man sieht, nicht besonders viele. Wenn hier ein paar vor euch waren, könnt ihr das mit dem Strom knicken. So sieht das hier vorne aus, der Wartebereich. Wenn man sich umdreht, gibt es dann noch ein Restaurant. Da findet wohl allerdings heute eine Hochzeit statt. Scheint geschlossene Gesellschaft zu sein. Ihr habt hier einen Spielplatz für die Kinder. Und dahinter seht ihr auch so ein kleines Sanitärhäuschen, das ihr benutzen könnt. Also im Endeffekt wie ein kleiner Campingplatz. Ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen zu erwähnen, denn wir haben ja einen Hund
Und für die Hunde gibt es hier auf dieser Wachterwiese eine Agility-Strecke und eine Auslaufwiese mit Fußballplatz, der aber eher als Hundeauslaufwiese benutzt wird. So, hier kriegen wir Action, glaube ich. Die Polizei ist auch schon unterwegs. Okay, Notarzt, die suchen uns nicht. Vielleicht auch noch ganz interessant für euch, ich drehe euch nochmal um. Weil das habe ich nirgendwo rausgekriegt. Hier vorne ist die Wartewiese. Wenn ich mich umdrehe, 100 Meter weiter, kann man da hinten schon so ein weißes Schild erahnen. Das sind wirklich nur 100 Meter zwischen Eingang Union Lido und Eingang Wartewiese. Wie gesagt, konnte ich nirgendwo finden, vielleicht eine gute Information. Hallo? 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 Glaubt, man hat uns hier vergessen. Die ganze Wartewiese ist leer. Kein einziger Wohnwagen oder Wohnmobil mehr da. Und was machen wir? Wir stehen hier noch. Elias, die haben uns vergessen. Genau! Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Wir fahren einfach auf den Platz. Ja, der Urlaub fängt ja wirklich gut an. Ich muss mal weitersuchen, tut mir leid. Hallo? Hallo? Hallo?